Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fracture. Da sind wir mal wieder und haben uns hier ja in dieser Stadt zurückgezogen, wo wir jetzt extra hinlaufen mussten, um uns kurz mal auszuruhen, weil es irgendwie hier ewig nichts Neues gab. Und dementsprechend werden wir jetzt ein bisschen anderen Weg gehen. Wir werden jetzt einfach hier lang laufen und dann hier von Süden das hier vielleicht erkunden und dann... Ah nee, Quatsch, ich wollte hier hin, ich muss die Resource Notes, genau, und dann muss ich das so ja machen, ne? Ja, so war es. So, ich möchte aber, wenn wir jetzt gerade noch hier sind, kurz mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendeinen Mob finde, von dem ich noch ein bisschen Erfahrungspunkte abgreifen kann. Weil dann kann ich nämlich noch einen weiteren Skillpunkt uns dazu holen, weil wir dann nämlich wieder die 3500 haben. Deswegen will ich mal kurz hier ein bisschen durch die Gegend reiten und gucken, ob wir vielleicht den Zombie vielleicht hier schnappen, der hier gerade rumlungert. So, der sollte uns ja hoffentlich genügend geben. Ja, ich weiß, schon wieder ein Zombie. Von denen hatten wir auch schon genug. Ja, hatten wir auch eigentlich. Haben wir auch eigentlich schon gehabt, ja. So, 50 Knowledge-Punkte. Sollte doch reichen, ne? Warte mal, nein, falscher Knopf. Ja, perfekt. So, dann gehen wir nämlich nochmal kurz zurück in dieses Häuschen, ruhen uns nochmal kurz aus. So, und dann haben wir nochmal einen weiteren Skillpunkt. Ich meine, ist ja gar nicht so schlecht, ne? Je mehr wir haben, desto besser. So, und dann können wir auch noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, das war ja schon auf kritischen Schaden dann oder so, ne? Habe ich doch schon auf kritischen Damage. Okay, so, also einmal bitte hinlegen, ausruhen und dann mein Skillset nochmal verbessern. Ein weiterer Talentpunkt. Nice. Und bam. Mehr kritischen Schaden. Ja, Titan Fighter kann ich leider nicht, ne? Da muss ich halt echt erst komplett das voll haben. Aber ist okay. Wie gesagt, das Sharpshooter, das brauche ich gerade noch nicht. Das ist noch nicht so wichtig. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nächstes auf Accuracy tatsächlich gehen sollte. Oder echt hier erstmal die Light Weapons noch verbessern. Da muss ich dann nochmal genau checken. Also das hier erstmal memorizen. Stimmt, könnte ich ja eigentlich... Wow, man kann vorm Schlafen direkt aufs Pferd. Geil. Also, was sagt denn mein Bogen hier? 71 bis 119. 71 bis 119 macht er. Und was macht meine andere? Achso, warte mal. 105 bis 175. Ja, das ist ja schon ziemlich geil, ne? 175, das heißt 30 bis 55 Schaden mehr etwa. So, 30, also sagen wir mal 55 Schaden mehr gehen wir in dem Fall aus. Wir haben, oh, Zombie mitten am Weg, hallöchen Kollege, ich reite einfach mal vorbei. Also, naja, wir gehen vom niedrigsten aus, also 70 und 100, 105, so 70. Wenn wir würden insgesamt mit 8 mal 4, 4 mal 8 sind 32, also 32% mehr Bonus kriegen, also ein Drittel von 70 ist allerdings gar nicht so viel, ne? Warte, ein Drittel von, lass mich mal überlegen, Drittel von 70 sind etwa 23, das heißt wir wären bei 93, das heißt es würde tatsächlich weniger Schaden machen, es bringt nichts, also es bringt glaube ich tatsächlich nichts, um nur extra den Kurzbogen zu benutzen, bringt es glaube ich nichts, da diese Skills zu verwenden. Wenn ich tatsächlich auf Nahkampf wechseln würde, dann ja, aber nur für Fernkampf, nee, tatsächlich nicht. Mal gucken. Muss ich nochmal alles in Ruhe ein bisschen durchrechnen, aber ich meine, das bringt nicht genug. Naja, mal sehen. Mit zusätzlichen Boni und so weiter könnte man das vielleicht dann noch ein bisschen verbessern. So, wir erforschen jetzt hier so ein bisschen die Gegend, gucken uns die Fragezeichen an. Ich will ja heute nochmal viel erkunden, dass wir zumindest den Norden dann vollständig erkundet haben. Und von da aus kehren wir dann zurück in unsere Stadt. Guck mal, Fertile Grounds haben wir hier. Dann ist hier schon wieder so ein Wolf, der hier sein Unwesen treibt. Warum auch immer, der hier schon wieder sein Lager aufgeschlagen hat. Und... ja, interessant, ne? Schon wieder in der Nähe von so einem Fertile Ground. Da sind die irgendwie immer. So, und da ist auch schon gleich der nächste. Und dann können wir von hier aus dann... warte mal.
von hier aus dann hier drauf und dann reiten wir so, genau, einfach wieder dann auf den Weg. Und dann bleiben wir auf dem Weg und biegen dann in die Berge ab. Ja, sieht doch ganz gut aus, möchte ich meinen. So, die Fertile Grounds, wann kommen sie? Müssten ja jetzt hier irgendwo eigentlich auftauchen. Hallo? Bin ich nicht schon längst da? Nee, ich glaube, ich muss hier runter anscheinend, auf die andere Seite vom Fluss. Damit ich die finde. Bin schon vorbeigeritten. Hallo? Wo seid ihr? Hä? Hä? Bin ich doof? Ich bin auch genau bei dem Fragezeichen. Kann auch nicht so schwer sein, die zu finden. Oder ist das vielleicht nicht... Ja, ich bin auch genau hier. Wo soll das denn sein? Bitteschön. Also hier in der Ecke halt, würde ich vermuten. Aber das... Nee, hier ist er nichts. Jetzt muss ich hier echt im Kreis reiten, um... Wo könnte das denn sein? Es ist aber auch ein City Resource Node. Also es ist nicht so, dass es irgendwie... irgendwie ein Combat Spot wäre oder sowas. Es ist ein Ressourcenknoten. Der muss aber ja irgendwo hier eigentlich sein. Ich reite mal ein bisschen weiter hier. Ich meine, ist ja ein relativ großes Gebiet. Und wenn ich auf der anderen Seite das noch nicht entdeckt habe, dann müsste ich ja eher hier dann irgendwo in der Nähe sein. Nein, jetzt bin ich viel zu weit weg. Hä? Ich bin verwirrt. Das hat mich jetzt verwirrt. Ich meine, so klein können auch die Fertile Grounds nicht sein. Die müssen auch schon relativ groß sein. Müssen auch hier sein. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Ja, toll. Toll. Hat ja gedauert. Na gut. Aber wir kriegen auch wieder 250 Erfahrungspunkte dafür. Oh, ein Pferd. Ah, ich habe keine Netze mit, ne? Hm, schade. Ja, jetzt haben wir endlich wieder... Jetzt haben wir auch nochmal ein Pferd. Aber kann ich natürlich nichts mit anfangen. Ich habe keine Netze mit. Ich könnte mir welche craften. Soll ich mir welche craften? Ich könnte mir keine craften. Ich müsste erstmal hier ein bisschen Pflanzen ernten. Ja, komm, ist egal. Wir haben ein Pferdchen. Oder? Nein, ich will zeigen, was ich zeigen kann. Also, wir suchen dieses Pferdchen auf. Ich muss nur schnell hier ein bisschen was finden. Was brauchen wir denn für die... Animal Nets. Wir brauchen 5 Seile, das heißt, wir brauchen 5 von den Fasern. Okay. Wo kriegen wir noch ein paar her? Vielleicht von hier? Kriegen wir von hier noch ein paar Fasern? Ich glaub's nicht. Doch, einmal. Sehr schön. Blood Vein können wir theoretisch dann auch gleich wegschmeißen. Mal sehen. Wie viel haben wir hier gekriegt? 3. Okay, Plant Fibers, 3 Stück. Dann craften wir uns mal einfach der Einfachheit halber alle Seile. Ist ja nicht so wichtig. Und das letzte Seil schmeißen wir dann gleich weg. Boings. Und noch das letzte. Und dann ein Animal Net. Perfekt. So. Tada! Sehr schön. So, das machen wir kaputt. Und jetzt sind wir überladen. Na toll. Ja, das war jetzt nicht geplant. Kann ich hier irgendwie... Ja, ich will die ja eh gleich wegschmeißen wieder, ne? Na komm, schmeiß mal das weg. Das hat noch nicht gereicht. Nein, ich möchte das nicht kaputt machen. Ah, Moment, ich möchte hier 1 kaputt machen. Reicht das? Ja, okay. So, jetzt muss ich mir die nämlich hier unten ins Inventar ziehen. Zack. Und jetzt müssen wir unser Pferdchen wieder suchen. Ah, okay, und, warte, Pferdchen, warte. Lauf doch nicht weg. Ey, warte. Nein, du solltest da... Ja, genau. So, und jetzt kann ich es versuchen zu tamen. Jetzt steht das nämlich hier rum. Das reicht für ein paar Versuche. Es klappt halt nicht immer, ne? Kann halt mal sein, dass es nicht funktioniert. Ah, halt! Lauf mir nicht weg, Pferdchen. So, probieren wir nochmal. Vielleicht funktioniert es ja. Und wieder nicht, klar. Mein Glücksfaktor ist halt nicht sehr hoch. Alter, schon wieder nicht? Bleib mal langsam hier. Ich will jetzt nicht meine ganzen Netze hier verschwenden. Guck mal, vor allem das hat immer 2 gekostet. Weil ich wahrscheinlich 2-mal auf den Knopf gedrückt habe, aus Versehen. Aha, ich hab's getamed. So. Ist aber ein ziemlich schwaches Pferdchen. Ja, nicht so stark.
Na gut, aber egal. Haben wir noch ein weiteres Pferdchen und jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie das funktioniert. Tada. War jetzt nicht sonderlich aufregend, ich weiß. Aber ich meine, vielleicht, ja, vielleicht kanntet ihr das ja noch nicht. Und es ist tatsächlich ja erst mein zweites Pferd, dem ich begegnet bin hier. Ziemlich überraschend. So, man hätte doch gedacht, dass die ein bisschen häufiger auftauchen, aber ich denke mal, dass einfach alle ständig, die irgendwie ein Pferdchen haben wollen, rumrennen, um sich welche zu tamen. Okay, wir müssen hier dann nach links, uns links halten am Weg. Also, links aus der Richtung, in die wir reisen, natürlich. In die Richtung, in die wir reisen, natürlich. Ja, ich denke mal, dass wahrscheinlich einfach die Respawn-Zeiten für Pferde nicht so wahnsinnig kurz sind. Die werden wahrscheinlich etwas länger sein. Dementsprechend findet man dann nicht so viele Pferdchen. Vielleicht sind die auch tatsächlich immer an denselben Spots, so dass die Leute, die sich an diesen Spots dann aufhalten, halt die auch ständig finden. Oder sie sind halt einfach in, ja, keine Ahnung, irgendwo random. Und ich habe halt einfach nur bislang Pech gehabt, nie drüber zu stolpern. So, und ich sollte meine Verbände wieder ausrüsten, sehe ich auch gerade. Bevor wir noch in irgendwelche problematischen Kämpfe kommen. Ich muss noch das Hardwood und Vale of Shadows exploren. Das gehört ja auch noch zur Tutorial Quest dazu. Das müsste ich ja nochmal irgendwann hinkriegen, ne? Wie gesagt, wir machen eine lange, lange, lange Reise. Und tatsächlich haben wir immer noch eine ganze Menge Nahrung, von der wir echt noch viel benutzen können. Na ja, mal sehen. Ich werde ja demnächst halt wirklich nach Hause zurückreiten, nach diesem Trip, wenn wir hier im Norden halt alles haben. Also die Sachen hier, und ich weiß nicht, ob ich das mir auch noch hole, das City Territory. Das liegt halt mega ab vom Schuss. Ich glaube, das machen wir echt beim nächsten Trip, dann reiten wir erst so und dann reiten wir hier lang oder so. Ich glaube, von hier aus geht es dann direkt nach Hause. Oder vielleicht die hier noch mitnehmen oder so, keine Ahnung. Mal sehen, je nachdem, wie es mit den Zeiten ist. Ich denke mal, den Trip nach Hause werde ich eh offscreen machen. Das braucht ihr euch nicht ansehen. Das ist eh nur langweilig und ein bisschen öde wahrscheinlich auch noch. Von daher, ja, entspannt euch. Oh, Northern Archie. Okay, in dieser Stadt gibt es tatsächlich Leben, wie wir ja auch schon auf der Karte gesehen haben. Ist eine kleine Stadt. Und dementsprechend, ja, gar nicht so viel los. Warte mal, wie kommen wir zu diesem City Resource Node? Ich glaube, hier ist schon wieder so ein Hang. Das heißt, ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite, wir müssen schon im Süden bleiben. Oh, und hier schmelzen sie auch ordentlich ein. Ich bin ja gespannt auch zu sehen, wie es bei uns zu Hause dann aussieht mit der Schmelzerei. Ach, ich möchte gern so Botengänge machen eigentlich. Ich möchte richtig gern einfach mit einem Karren irgendwo durch die Gegend fahren zu irgendeiner super weit entlegenen Stadt. Da dann irgendwie für ein bisschen Gold Zinn einkaufen. Oh, hallo, Kollege. Zinn einkaufen oder Silber oder Gold oder was auch immer. Einfach irgendwie was holen. Und damit dann natürlich dann wieder zurückreiten. Was dann irgendwie ein Trip von 3 Stunden ist oder so. Aber es halt einfach Laune macht. Das wäre doch cool, oder? Naja, unsere Definition von cool gehen wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Aber ich finde es irgendwie schön. Dann genießt man die ganze Gegend hier. So, wir müssen hier zurück. Ja, um dann hier diesen Combat-Hotspot zu finden. Okay. Gehen wir mal direkt zum Weg. Und wir können uns natürlich auch töten lassen, ne? Oh, direkt an dem vorbei ist vielleicht nicht die beste Idee. Na gut, der tut mir nichts. Der tut mir noch nichts. Wenn ich Heavy Armor hätte, dann würde ich dem so eine reinklatschen. Hier schön mit einer Eisenrüstung ausgerüstet. Pam, pam, pam. Aber nö, können wir noch nicht. So, wir müssen hier noch ein bisschen runter. So ein bisschen die Kurve vielleicht mitnehmen. Und dann rüber reiten. Oder wie reiten wir am besten? Ja, nee, von hier unten einfach kurz hoch, würde ich sagen. Wir bleiben schon am Weg. Reiten von unten kurz hoch. Gucken uns das Ding an. Und dann reiten wir wieder zurück zum Weg. So. Und dann reiten wir zum nächsten Punkt. Das geht relativ fix, glaube ich. Ich glaube, die Punkte hier sind wirklich schnell erkundet. So, das heißt von hier kurz so ein Stückchen nach Norden hier rein. Mal sehen, was wir hier so finden. Hallöchen, komm mit Hotspot. Ja, die sind natürlich ein bisschen kleiner, aber haben wir auch gefunden. Forest Trolls Camp, sehr schön. Das Camp haben wir gefunden. Ui, das Pferd kann sogar hier über die Steine rüberreiten. Geil. Schönes Pferdchen. Ist ein starkes Pferdchen. Auch, hier wieder ein Hirsch. Oh, warte mal.
Ja, das ist natürlich hier jetzt mit meinem Shortbow. Ich könnte ihn ja tatsächlich mit meinem... Ja, komm. Ja, so kann der gar nichts mehr machen. Ja, ich weiß, ich kann von dir nicht mehr viel mitnehmen. Ja, ich bin schon wieder überladen. Es ist doch unglaublich. Okay. Oh, da kommt so ein Troll an. Nee, ich will gar nichts von dir. Sorry, ich lauf schon weg. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Der läuft mir jetzt ja ewig hinterher und ich bin überladen. Ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie. Was schmeißen wir denn mal weg? Was brauche ich denn nicht? Soll ich echt einfach so ein bisschen Bärenfleisch oder so wegschmeißen oder so? Oder hier, die Dinger, komm. Ja, komm, davon brauche ich nicht so viele. Alles gut. So, den Hirsch lassen wir da liegen. Der arme kleine Hirsch. Ich weiß, der hätte noch was Schönes dabei gehabt, wieder nochmal was zum Verzaubern, aber passt schon. Ich meine, wir haben jetzt genügend Zombie-Brains, davon brauche ich nicht so viele. Zombie-Gehirne. Wir bleiben natürlich im Deutschen. Ja, ich bin auch mal überlegen. Irgendwann müsste ja wahrscheinlich auch das Spiel auf die Idee kommen. Oh, gucke mal. Hier gibt es schon wieder Spinnies. Und ein Wolf. Und hier hat irgendjemand sich solche tollen Flashing Beams hingestellt, um sein Leder zu bearbeiten. Ja, sind anscheinend ein paar Leute hier am Kloppen gewesen. So, und wir reiten einfach nach hier oben. Hier müsste dann der City Node sein, ne? Wieder irgendeine Mine oder so. Eismine, Kupfermine, Goldmine, Silbermine. Oh, eine Goldmine wäre geil. Eine Goldmine wäre richtig schön. Wir haben noch keine Goldmine gefunden, glaube ich. Bislang nur Silberminen oder so, ne? Silber, hier gibt es überall Silber. Hier gibt es überall Kupfer. Hier auch Kupfer. Und Kohle, auch nochmal Silber. Ja, wir haben... Doch, da haben wir eine Copper-Gold-Mine. Okay, da gibt es ein bisschen Gold. So, wir müssen jetzt zurück zum Weg. Dann zu der Stadt. Und dann sind wir im Prinzip schon fertig hier oben mit der Erkundung im Norden. Das ist ja geil. Dann haben wir im Prinzip schon alles geschafft, was hier an Erkundung nötig ist. Ha, und wir haben noch 17 Minuten, dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich noch diese 3 Spots unten im Gebirge da im Süden mitnehmen. Dann haben wir die nämlich auch schon erledigt. Dann kommt das nicht später noch auf uns zu. Und dann schauen wir, ob wir es noch bis zu unserem Grundstück zurückschaffen. Ja, wunderbar. Gibt's nichts mehr zu tun, kein Vertun, gibt's nichts mehr zu reden. Es ist... dann vollbracht, den Teil da oben zu erkundet zu haben. Ich weiß noch nicht, wie viel Prozent der Karte wir aufgedeckt haben. Gibt es da irgendwie eine Prozentzahl? Nee, leider nicht, ne? Ich meine, generell, wenn wir gucken, es ist halt ein super kleines Gebiet. Wenn ihr euch diesen riesen Teil hier noch anguckt, wovon wir halt im Prinzip noch gar nichts haben, wirkt das erstmal sehr verschreckend. Aber es sind halt auch nicht so viele Fragezeichen, ne? Guck mal, in dem Gebiet hier gibt es gar keins. Hier gibt es ein paar. Die sind aber halt alle entlang des Weges. Hier unten ist auch nichts an der Küste. Alles entlang des Weges. Bin ich schon einmal durchgegangen, ne? Aber mache ich trotzdem nochmal. Das heißt, die meisten davon sollten wirklich einfach zu erkunden sein. Und nur hier oben ist man halt wirklich mal ein bisschen weiter weg vom Weg auch. Na gut, hier ist man auch nochmal weiter weg vom Weg, ne? Ja, komm. Egal. Das sehen wir uns an, wenn es soweit ist. Mal sehen, ob ich das wirklich noch schaffe in der kompletten Alpha 2.4. Das ist mein Ziel. Es wird bestimmt sehr anstrengend für euch. Ich versuche mir parallel aber auch noch ein paar Neuigkeiten anzulesen, dass ich während dieser Reisen nicht nur mein Senf dazu gebe. Sollte es eigentlich hier das Seil schmeißen. Nicht nur mein Senf dazu gebe, sondern halt auch ein bisschen was Gutes erzählen kann. Das wäre mir schon ganz recht. So, das können wir mitnehmen. Das ist okay. Passt noch rein. Ja, weil ich denke, es wird euch irgendwann, wenn es nicht jetzt schon der... Ach, guck mal, das ist ja lustiger. Okay, den Bug muss ich... Gibt es den Bug schon? Ich muss mal gucken, ob ich den Bug melden kann oder ob es den schon gibt. Das ist ja nice. Wir reiten und rennen. Cool. Okay, wir sind jetzt hier, ne? Das heißt, wir reiten so... Dann müssen wir die beiden Resource Nodes hier noch abgreifen und dann müssen wir hier runter zu dem Gebirge. Ja, gut, mal schauen. Oh, jetzt reiten wir doch richtig. Schade. Okay. Schade, vorher wäre lustiger gewesen. Vorher war witziger. Aber mal sehen, ich guck mal, ob der Bug schon bekannt ist.
Hab schon wieder lange keine Bugs mehr reported. Ich denke mal, dass irgendjemand in den 4 Wochen, die sich bald... Na, es sind erst 3 Wochen. In den 3 Wochen, wo es online ist, hier bestimmt schon irgendjemand diesen Bug gefunden hat. Und wahrscheinlich auch schon reported hat. Aber naja, gut. Wir schauen mal. Oh, hier ändert sich die Farbe des Untergrunds ein wenig. Wir kommen in ein Herbstgebiet. Hier liegen Blätter rum. Oder ist das einfach nur der Boden? Das könnte auch einfach nur der Boden sein. So, wir könnten hier jetzt einmal quer abkürzen. Ich glaube, das bringt sogar was. Ja, ich glaube, das ist sogar schneller. Ich meine, wir sind nur 30% schneller auf dem Weg. Aber wenn ich jetzt da erstmal 3 Kilometer in den Süden laufe und dann wieder 3 Kilometer zurück, dann bin ich, glaube ich, schneller, wenn ich einfach hier einmal abkürze. Ich glaube, das bringt dann schon mehr. Guck mal, da ist auch schon der Weg schon wieder. Sind wir schon gleich wieder drauf. Sind wir schon gleich wieder auf dem Weg. Sehr gut. Ey, weiterreiten bitte. Oh, Hallöchen. Okay, dich muss ich aber schnell noch platt machen. Dich muss ich schnell noch platt machen. Okay. Denn dich habe ich noch nicht so oft getroffen, du kleine Spinni. Okay. Oh, guck mal, die hat auch schon wieder so geiles Zeug dabei hier. Magic Missiles. Cool. Neue Ability kann ich nicht gebrauchen, weil ich leider kein Magier bin. Aber na gut, haben wir halt gelernt. Umso schöner. Also, ich werde es nicht lernen, aber wir könnten sie jetzt lernen. Ja, und natürlich noch ein paar tolle Rubies mitgenommen. Und ein paar Erfahrungspunkte. Alles, was wir so brauchen. Wunderschön. Okay, wo muss ich abbiegen? So, ah ja, genau. Wir müssen einfach nur über den Fluss rüber. Da kommt die Stadt und dann ein Stück nach Norden. Dann kommt der Resource Node. Okay. Das klingt simpel. Simpel und einfach machbar. Und auch alles unweit des Weges. Von daher recht entspannt. Ich glaube tatsächlich, dass viele Siedlungen am Ende des Spiels wirklich hier oben im Norden sein werden. Weil es hier, glaube ich, am meisten Vielfalt gibt. Die Zombies sind da, dann gibt hier die Goblins und ja, das Einzige, was halt wirklich weit weg ist, ist das Vale of Shadows. Das Tal der Schatten, das ist halt wirklich ganz weit weg. Da muss man von hier natürlich wirklich weit reisen. Ich denke mal, dass viele Gruppen, die auch unten im Süden dann sich aufbauen werden, die werden wahrscheinlich einfach sagen, ja komm hier. Wir wollen nah am Tal der Schatten sein, damit wir dort die coolsten Jobs kriegen, die coolsten Sachen einfach. Und dementsprechend werden die... Oh, Moment, wir sollten vielleicht erst zu dem... Ah, nee, wir können auch von... Nee, wir können auch von da dann gehen. Okay, alles gut. Ja, dass die hier ins Tal der Schatten dann irgendwie gehen und sich da ganz nah irgendwie eine Stadt errichten, damit sie halt nicht so weit gehen müssen, um dort zu kloppen. Aber ansonsten glaube ich, dass viele andere Leute sich tatsächlich auch ja, hier oben im Norden größtenteils einrichten werden. Okay, Fertile Grounds, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Das ging ja wirklich fix. So, jetzt heißt es nach Süden reiten, nicht wahr? Ja, wir reiten nach Süden. Bis hier und dann geht's hier rüber an die Gebirgskante. Mal sehen, ob wir das noch schaffen heute. Na, ja, sind ja nur noch 6 Minuten etwa. Bis zum Ende der Folge. Oder ich mach's offscreen. Ich könnte ja auch alles ein bisschen vorspulen, ne? Aber nein. Wir machen's gemütlich. Wir haben Zeit. Wer die Folgen angucken möchte, guckt die Folgen an. Es sind sowieso nicht so viele Leute, die ja hier zuschauen. Leider. Finde ich schade. Aber die Leute, die zuschauen, die können auch einfach mal gerne in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr euch wünschen, damit ihr relevante Informationen besser habt? Oder was würdet ihr euch wünschen, um es einfach mehr angucken zu wollen? Oder ist das Spiel einfach gar nichts für euch? Kann ja natürlich auch sein. Ich meine, ich spiele halt vor allem Strategiespiele, MMOs, damals als ich Aion gespielt habe, das kam teilweise ganz gut an. Aber haben halt auch nicht so viele Leute geguckt und passt halt auch nicht so ganz auf meinen Kanal, ne? Wobei, was heißt, was passt auf meinen Kanal und was nicht? Ich meine, ich mache es gerne und manche von euch gucken es bestimmt gerne, von daher ist es schön. Aber da Fractured relativ wenig Aufrufe hat, möchte ich natürlich gerne auch wissen von euch, was könnte ich besser machen? Was würdet ihr euch wünschen? Würdet ihr euch halt zum Beispiel mehr von diesen Trips wünschen, wo man einfach, wir müssen hier nach rechts, wo man einfach als Gruppe irgendwelche Mobs klatscht? Oder wollt ihr auch zusammen im Chat mit irgendwem reden? Oder halt, dass ich mit irgendwem rede?
Ich hatte das eine Mal tatsächlich ein Gespräch mit der guten Kralith, aber das war halt jetzt nur ein. Und mit noch ein paar anderen habe ich ja erwähnt, als ich kurz bevor ich mit der ersten Folge angefangen habe. Aber seitdem jetzt auch wieder nicht mehr, weil es doch irgendwie alles ein bisschen chaotisch bei mir wieder zuging und ich das eigentlich gar nicht wollte. Aber im Dezember wird es wieder ruhiger. Vielleicht ergibt es sich dann ja nochmal, falls da noch alle aktiv sind und noch Lust haben, mit mir irgendwie ein Pläuschchen zu halten. Mal sehen. Ich denke schon, dass da ein paar Leute kommen wollen. So, wir reiten hier natürlich schon wieder ewig lange Wege. Aber wir wollen uns zumindest da in die Gegend begeben, damit wir dort dann das erkunden können. Und vielleicht mache ich das tatsächlich einfach offscreen. Oder, na, wir machen die Folge einfach sonst ein bisschen länger. Wir erkunden die drei Dinger, weil danach geht es erstmal nach Hause. Das müsst ihr euch nicht mit angucken, wie wir dann noch nach Hause gehen. Oh, Moment mal, haben wir den Fuchs jetzt schon auf 100%? Ja, gut. Brauchen wir uns also nicht drum kümmern. Du darfst weiterleben, du guter Fuchs, weiterlieben und weiterleben. Und wir können weiter reiten. Müssen uns also nicht mit irgendwelchen anderen Tieren links und rechts des Weges mehr abgeben. Außer halt mit ein paar von diesen Wölfen, die noch irgendwann kommen werden. Und mit Spinnen, die natürlich auch noch links und rechts des Weges immer mal sind. Es sind sehr viele Unclaimed Cities hier. Aber gut, es ist Alpha. Und man brauchte ein sehr hohes Founder Pack, um sich eine Stadt leisten zu können, um eine Stadt gründen zu können. Da gibt es nicht so viele, die dieses Paket haben, glaube ich. Und ich glaube, manche Leute, die auch sich diese super teuren Pakete gekauft haben, spielen auch gar nicht mehr. Oder haben das Interesse verloren oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gab ja diese abstrus teuren Pakete für mehrere hundert Euro, wo man sich dann schon direkt irgendwelche Rechte sichern konnte und eine Statue in der Stadt und was weiß ich für coole Sachen. Und natürlich fürs ganze Leben VIP-Membership und nochmal extra Bonusgold und so weiter und so fort. Gibt jetzt auch immer noch so ein paar krasse Pakete, aber nicht die super mega krassen Pakete. Es ist jetzt nur noch aufgeteilt auf Bronze, Silber, Gold oder so, glaube ich. Ja, das heißt, diese mega krassen Sachen gibt es dann nicht mehr. Muss es aber ja auch nicht. Das reicht ja auch, wenn man das einmal angeboten hat. Und ich glaube, davon gab es auch jeweils nur eins oder so. Ich glaube, es gab drei von diesen super teuren. Und die halt mit verschiedenen Statuen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oh, Moment. Ich wollte gar nicht absteigen. So, von hier aus müssen wir jetzt so nach Süden runter, ne? Ja. Von hier aus müssen wir gleich nach Süden runter. Oder starten... Nee, wir fangen hier an. Wir fangen hier an und gehen dann hier hoch und dann gehen wir irgendwie da rum. Mal gucken. Ja, das heißt, ich bleibe erstmal nochmal auf dem Weg. Dann müssen wir nämlich nicht erst runter zum Resource Node, dann wieder zurück zum Weg, dann weiter wieder runter und dann nochmal zurück. Wir fangen einfach hier unten im Süden an, wo es am kürzesten ist. Oh Gott. Ja, okay. Mal schauen. Es wird jetzt hoffentlich keine halbe Stunde dauern, das alles hier zu finden. Ich meine, im Gebirge könnte es wieder alles ein bisschen dramatischer werden, weil wir wieder irgendwelche blöden Abhänge haben, wo wir nicht hoch und runter kommen. Und dann sind wir... Nee, noch nicht der Weg. Echt tatsächlich erst der nächste Weg. Krass. Hallo, ihr Wölfe. Und tschüss, ihr Wölfe. Ist echt nochmal ein ganzes Stückchen, ne? Das ist ein ganzer Weg. Aber zum Glück gibt es Pferde. Wenn wir das laufen müssten, Halleluja, dann würde ich das auch nicht machen. Also wenn wir das tatsächlich laufen müssten, zu Fuß, dann würde ich diese Erkundungstour nicht machen. Das könnt ihr vergessen. Ich meine, mit dem Pferd sind wir zumindest ein bisschen schneller. Sodass wir wirklich ja, eine realistische Chance haben, diese gesamte Karte aufzudecken. Ich möchte auch einfach wissen, wie viele Erfahrungspunkte wir dadurch dann wirklich maximal sammeln können. Hätte ich natürlich, ja, muss ich natürlich eigentlich getrennt von den Kampf... Oh, da ist schon wieder ein Pferdchen. Mensch, noch ein Pferdchen. Hallöchen. Aber ich lasse die mal. Das Pferdchen tut mir nichts und ich tue dem Pferdchen auch nichts. So, ich bin tatsächlich doch ein bisschen weit geritten. Ich hätte gar nicht so weit reiten müssen. Ich hätte doch schon früher abbiegen können. Wieder ein paar Wölfe. Wahrscheinlich kommen auch bald... Ja, Sistewoll, das war mir doch fast klar. Ich komme hier gar nicht hoch. Oh, nein. Och nee, jetzt muss ich echt wieder hier bis zum Arsch der Propheten zurückreiten, oder was?
Oder gibt es hier irgendwo einen Weg? Kann ich hier hoch? Hier sieht es so ein bisschen so aus, als könnte man vielleicht hoch. Gib mir eine Chance. Lass mich hoch. Nein, natürlich nicht. Oh, Leute, wo muss ich denn da jetzt ganz hinreiten? Bis dahin, zu dem Weg? Hätte ich ja doch eher abbiegen sollen. Oder komme ich da gar nicht hoch? Ja, wie ich hörte auch einfach auf, ne? Hä? Von welcher Seite kommt man denn da dann bitte sonst ran? Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Okay. Ich bin jetzt gerade etwas überfordert. Merkt ihr vielleicht? Ah, da ganz... Oh, guck mal hier, Kohle. Das ist tatsächlich Kohle. Oder? Ist das nur Stein? Ne, ist nur Stein. Oder? Ja, ist nur Stein. Sieht nur so ein bisschen aus wie Kohle, glaube ich. Schade. Durch den Schatten der Bäume etwas verzerrt. Boah, da wollte ich schlau sein und dann... Ja, ich habe es noch gerade gesagt. Wahrscheinlich machen uns wieder die abhängigen Strich durch die Rechnung. Mhm, ja, genau. Ganz toll. Ganz großes Kino. Oh, wieder ein paar Rehe hier. Na, wo kommst du? Hallo? Ich möchte dir gerne... Jetzt schießt der schon wieder auf die Bäume hier. Das ist auch so ein Bug, der viele Leute nach wie vor nervt, dass einfach auf die Bäume geschossen wird oder mitten im Kampf, vor allem gegen irgendwelche krassen Einheiten, dann plötzlich da der Krieg richtig losgeht. Okay, ich lasse das Fleisch aber trotzdem mal liegen. Wir brauchen das nicht. So. Okay, wo muss ich lang? Wo kann ich lang? Wo gibt es überhaupt die Möglichkeit für mich hier nach oben zu kommen? Muss es doch irgendwo einen Weg geben. Ja, wahrscheinlich echt am Fluss. Och, Leute. Okay, dann machen wir es aber doch anders. Dann starte ich hier oben im Norden. Bei dem Resource Node oder so. Obwohl, nee, es ist tatsächlich hier. Ach, komm, ey. Ja, komm. Ja, zumindest kommen wir jetzt hier hoch. Das ist ja schön. Hey. Eine Gold Copper Mine. Oh, Hallöchen. Ich wollte gar nicht gegen dich kämpfen. Hallo? Okay. So, so. Oh, ich habe resisted gegen irgendwas. Ich weiß nicht gegen was, aber gegen irgendwas auf jeden Fall. Hast du irgendwas Tolles dabei? Nö. Hast du nicht. Dann tschüss. Dann tschüss. Auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt raus aus diesem Spinnennetz. Hab keinen Bock mehr drauf. Okay, hier haben wir Kupfer. Und Gold in irgendwo auch. Hier unten ein paar Spinnen, die die Goldmine bewachen. Das ist doch schön. Hat man richtig Spaß, denkt man sich, okay, ich gehe mal ein bisschen Kupfer holen oder ein bisschen Gold holen und dann wartet da erstmal eine fette Spinne. Da oben sind auch wieder Rehe und Hirsche, aber lasse ich jetzt mal gerade in Ruhe. Wir wollen jetzt einfach nur hier irgendwie sicher durchkommen und hier unten uns diesen Knoten angucken. So, nochmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel die Goldmine gegeben hat. Ah, new also Gold und Copper. Okay, also dieses gesamte Gebirge ist voll mit Gold und Kupfer. Bringt aber auch nur 250 Erfahrungspunkte. Ich hatte jetzt irgendwie gerade gehofft, dass es vielleicht 500 bringt, weil Kupfer, naja gut, Kupfer nicht, aber Gold ja schon selten ist. Aber scheint nicht so zu sein. Schade. So, hallo, ja, ich lasse dich in Ruhe, du hast Glück gehabt. Hier gibt es auch noch Stein wieder dabei, Kupfer, Stein. Also man kann auch übrigens ja an manchen Minen zu gewissen Wahrscheinlichkeiten auch andere Sachen finden. Das heißt, es gibt hier Kupfer, aber man kann halt auch mit gewissem Glück ein bisschen Silber finden oder halt, ja, Gold sowieso. Man kann halt das ein oder andere tatsächlich finden. So, jetzt ist die Frage, muss ich hier oben bleiben oder muss ich da unten runter? Ich glaube, ich muss unten runter. Ich glaube, oben bleiben hat keinen Sinn. Das ist, glaube ich, unsinnig. Wow, hier sind ziemlich viele Wagen. Und ich glaube, ich sollte auch vielleicht tatsächlich einfach die Folge hier beenden. Und das hier offscreen. Ach komm, komm. Leute, wir machen 100% so, wie wir es machen, wer es nicht will. Ich glaube, ich werde vielleicht, wenn ich dran denke, werde ich auch einfach hier einen Zeitraffer einbauen für diese Reise. Blum, 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 blum. Dann hört ihr mein Gequassel nicht. Falls ich nicht dran denken sollte, dann ja. Sorry. Okay, gut, dass wir runtergeritten sind. Da oben wären wir in der Sackgasse gewesen. Das wäre nicht so toll gewesen. So, erstmal mal hier ein Fuchs. Lecker Fuchs. Lecker Fuchs habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Guten gerösteten Fuchs. Ha.
Ja, da waren wieder ein paar kleine Spinnen. Von denen haben wir auch gar nicht. Also ich meine, die großen Spinnen, davon müssen wir gar nicht mehr so viele erlegen, glaube ich. Es sind nur noch die Magierspinnen, die uns so ein bisschen Ärger bereiten. Oh, was heißt Ärger bereiten? Ey, du läufst gar nicht weg. Na komm, dann. Ja, jetzt läuft er doch weg. Ja, komm. Und tschüss. 50 Knowledge Points. Wir sind immer noch nicht am Maximum. Also von den Hirschen muss ich wohl noch ein paar erledigen. Tut mir leid. Für die Damen dieser Hirschwelt und dieser Rehwelt, dass ich mich da so negativ auf den biologischen Kreislauf auswirke. Aber ich will da nur meine Erfahrungspunkte. Ist schon ganz schön dreist, ne? So, jetzt, was auch doof ist, wir müssen bald irgendwo nächtigen. Aber hier sind ja zum Glück Dörfer in der Nähe. Da kann ich dann mich ausruhen, sobald soweit ist. Oh, hier kann ich hoch. Ich kann hier hoch. Es gibt einen Weg hier hoch. Und das heißt, wir sind schon fast am Resource Node. Wir sind fast da. Jetzt gib mir die letzten Meter noch. Tu es. Ja, eine Gold Copper Mine. Wir haben sie gefunden. Und damit kann ich mich dann jetzt hier entspannt hinstellen. Nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Und wir haben jetzt hier alles gefunden. Hier gibt es eine Stadt Goldwood, wo ich dann theoretisch schlafen kann, mich ausruhen kann. Und das heißt, wir haben im Norden jetzt echt alles erkundet. Ich sehe kein Fragezeichen mehr. Alles gut. Das hier halt noch, ne? Aber das ist dann, sobald unsere nächste Reise losgeht, werden wir hier starten. Dank, 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 dank. Oh nein, hier ist noch eins. Ja gut, das kriegt man. Das kriegt man easy. Das geht ja auch einfach. Da kann ich einfach, wenn ich so losreite, kann ich dann von hier da lang reiten. Einfach zack, zack. Und dann nehme ich das mit unterwegs. Da müsst ihr auch nicht dabei sein, theoretisch. Oder halt wann anders, wenn wir mal dahin gehen. Keine Ahnung. Das ist nicht so dramatisch alles. Okay, und ansonsten sind halt nur hier Sachen. Und wir müssen das hier natürlich alles erkunden. Und das hier auch. So. Hier sind aber überall Wege. Sollte nicht so schwer sein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.